So, da sind wir schon wieder. Neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen noch direkt rein, aber erstmal kurze Info. Unten kam jetzt die, lass mich überlegen, 12. Zahl hinzu, weil wir 250 Abonnenten erreicht haben. Die nächste Zahl kommt hinzu, sobald wir 260 Abonnenten erreicht haben. Wenn du wissen willst, wie das Ganze abläuft mit dem Gewinnspiel, beziehungsweise mit dem Safecode, Pay-Safecode, wie man einlösen kann, etc., einfach unten in der Videobeschreibung gucken, da habe ich ein extra Video gemacht, falls du neu auf dem Kanal bist, einmal wer ich bin und wie du das machen kannst mit dem Ausprobieren, mit dem Code und so weiter und so weiter. So, dann erstmal nochmal danke für die 251 Abonnenten, Gruß geht raus und da würde ich sagen, gehen wir auch schon mal direkt rein in den Shop, ich habe noch nichts geguckt. Wie gesagt, ich komme gerade erst von der Arbeit heim. Ihr seht ja Tagesaufgabe auch noch nicht, aber dazu komme ich dann gleich. So, neu im Shop ist Sergeant Pritzel. Ah ja. Ja, aber haben sie auch angekündigt, jetzt kommt halt erstmal jeder Skin hat mit Essen zu tun, Taco, Burger und was sie jetzt alles nicht vorhaben. Aber der Skin ist eigentlich so ganz nice für 800 V-Bucks. Boah. Ist nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Also da hatten sie schon schlechtere. Also der ist echt nicht verkehrt. So, der Beef Boss habe ich schon gesehen. Der ist auch wieder da. Der allseits bekannte. Ich meine, der ist wirklich nicht schlecht. Dann noch die Pommes hinten drauf. Klar, passt halt natürlich auch zu der Verkäuferin an sich. Ist nicht verkehrt. Also, den Skin kann man eigentlich ruhig spielen. Obwohl ich ja immer sage, mit dem Kopf gefällt mir nicht so, aber ist halt einfach so, dass im Prinzip gehört dieser Skin mit zu Fortnite dazu. Ist wie der Tomatenkopf oder so, ist halt einfach Fortnite. So, dann natürlich im Brettlingsklatscher. Gerade mal den Effekt. Ah, der Effekt ist, wie wenn Fleisch in die Pfanne kommt. Da haben sie sich mal wieder was einfallen lassen, weil ich finde, bei vielen Waffen ist einfach nur Bing. Bing. Ganz normal. 0815. Aber da haben sie sich was einfallen lassen. So, der Kleider dazu. Die fliegende Untertasse. Ketchup, Senf. Ah ne, das ist ein Gesicht. Jetzt erst gesehen. Salzstreuer, Pfefferstreuer. So, wer von euch isst die Gurken auch nicht aus dem Burger? Ab in die Kommentare damit. Also ich finde, die Gurke ist das Beste überhaupt im Burger. Also ich finde irgendwie, da gibt es nichts Besseres in meinen Augen. Ist natürlich ein lustiger, aber für 1200 V-Bucks umgerechnet, sage ich jetzt mal 12 Euro, knallhart gesagt, finde ihn jetzt nicht so toll. So, das waren die. Ja, dann haben wir wieder ein paar Sets. Ja, die hatten wir ja immer noch drin. Gehörte ja zu den MMA-Fighter. So, die wunderschöne Tarnung, die mir immer noch nicht gefällt. Dann Moxie haben wir drin, immer noch. Als da sie ist spielbar, aber dann haben wir noch den anderen. Warte mal, wechselt das selber. Den Rot gibt es genau, oder? Ich sage ja so, aber ich sage immer noch die Hose. Die Hose sieht einfach komisch aus. Oder? Was meint ihr? Die Hose sieht doch echt... Weiß ich nicht. Das passt irgendwie nicht von dem Proportional her. Also irgendwie komisch. So, das war das. Dann haben wir den Grillgeneral. Also die männliche Variante. Die kennen wir ja schon. Die gibt es ja auch bei den Trading Cards und Fortnite. Schon gefühlt 1 Million Mal gezogen. Man kennt ihn. Also den Skin finde ich eigentlich in Ordnung. Also... Ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, wie ich das halt beschreiben soll, aber der wirkt halt real, der Skin. Also es ist nicht irgendwie so Fantasie, sondern könnte auch einer aus dem Burger King sein. So, dann haben wir die Kaugummi-Bomberin. Ja, da muss ich wieder sagen, so läuft ja keiner in der Stadt rum. Die Brille hat's natürlich. Grüße an Wohltat. Er hat ja auch immer so eine Brille an. Ich habe, als ich das erste Mal gesehen habe, gedacht, hä? Aber inzwischen sein Markenzeichen, von daher alles gut. So, so geht der Skin eigentlich. Also so hat er was, aber man fällt natürlich auf durch dieses Rosane. Aber es ist halt mal ein anderer Skin, vor allen Dingen ein anderes Gesicht und eine andere Frisur, nicht dieses 0815. Also der Skin ist eigentlich komplett in Ordnung.
Und für 1200 kann man eigentlich noch nicht mal was sagen, weil da zwei sind, im Prinzip sind es ja zwei Skins. Gut, ja gut, der eine hat nur die Sonnenbrille, sonst ändert sich ja gar nichts, gell? Ne, nur die Sonnenbrille. Oder Skibrille. So, dann haben wir noch einen Emote. Mit dem Roboter sieht schon geil aus. Mit dem Roboter hat es definitiv was. So, dann haben wir ja das Besteck. Da müsste eigentlich die Messerspitze und die Gabelspitze. Ja gut, wie sollen wir das machen? Er kann ja nur mit dem Messer hauen oder Gabel. Die kann sich ja nicht dauernd drehen. Wie sieht denn das aus? So, dann haben wir noch den Schrittwechsel. Also wie der Roboter tanzt, ist schon irgendwie nice. Es sieht schon geil aus mit dem Roboter. So, dann haben wir noch den Putzelmeister. Saugeil. Also den finde ich richtig geil. Das Problem ist, man sieht es ja selber nie so. Wisst ihr, wie ich meine? Klar, man kann mit dem Emote angeben, aber selber sieht man das ja nicht. So sieht es ja für uns aus. Ich bin gerade echt überlegen, ob ich den kaufen soll. Am Ende weg, wofür? Wie oft benutzt man wirklich einen Emote? So, dann sind wir mit allem durch. Wie gesagt, neuer Skin, Surgeon Brutzel. Ist halt die weibliche Variante vom Grillgeneral. Das kam halt neu in den Shop. Und dann würde ich sagen, wenn du noch kein Abonnent bist und mal ein bisschen rumgeschaut hast und mich schon öfters gesehen hast, lass doch gerne ein Abo da. Und alle anderen, ihr wisst ja, liken, kommentieren. In dem Sinne, bis gleich mit der Tagesaufgabe und haut rein.